Hallo, in diesem Video möchte ich den Unterschied zwischen Klassen und Typen zeigen und dabei wird auch klar, was Interfaces sind. Klassen sollten allgemein schon klar sein. Das kann dann zum Beispiel sowas sein, hier in Java geschrieben. Wir haben also ein Bild von einer Klasse. Jetzt ist noch die Frage, okay, was ist der Typ? Und um das zu klären, ersetzen wir einfach mal das Wort Typ mit dem Wort Interface und machen uns über den Rest keine Gedanken. Was ist jetzt ein Interface? Überlegen wir uns erstmal. Das haben wir in Java auch. Oder zum Beispiel auch in C++ sieht das dann so aus. In Java haben wir halt ein schönes Schlüsselwort, deswegen passt das ein bisschen besser. In C++ ist dann dieses mit dem gleich 0. Das Besondere am Interface ist, wir geben einen Funktionsnamen an, der auf jeden Fall innerhalb dieses Interface vorhanden ist. Aber wir haben keine Implementierung. Die Implementierung wird dann von den verschiedenen Klassen durchgeführt. Ich wiederhole es nochmal. Die Implementierung wird von den Klassen durchgeführt und im Interface steht nur der Name davon. Und damit haben wir auch schon das Rätsel für die Typen erklärt. Und zwar, wenn das hier unsere Klasse ist, dann könnten wir jetzt, um den Typ dazu zu bestimmen, mal das neue Schlüsselwort Typ einführen. Und ich habe das mal vorbereitet, damit ich nicht so viel schreiben muss. Das wäre dann einfach der Typ Hund mit dieser Funktion. Die ist nicht implementiert. Und natürlich, das Schlüsselwort gibt es nicht, ist natürlich nur erfunden, wie gesagt. Aber die Idee dahinter stimmt. Und zwar gibt uns einfach der Typ nur vor, womit, mit welchen Namen wir unsere Klasse ansprechen können. Genauso wie uns das Interface das an dieser Stelle hier vorgibt. Wir sagen nur, über den Namen geht's, aber die Implementierung selber, die steht in der Klasse. Deswegen, wenn wir zum Beispiel sowas hier haben, dann haben wir eine Variable vom, Achtung, Typ Hund. Nicht von der Klasse Hund, wir haben eine Variable vom Typ Hund. Man könnte theoretisch auch sagen vom Interface Hund. Und wir haben natürlich, und damit verschwimmt das Konzept von beiden so ein bisschen eigentlich, in Sprachen wie zum Beispiel Java und C++, ich kenne nicht so viele anderen, aber es dürfte ziemlich gut durchgezogen sein, haben wir den Vorteil, dass wir das nicht beides implementieren müssen, sondern wenn wir hier die Klassendefinition angeben, dann weiß der Compiler, dann baut der Compiler aus der Klasse direkt unseren Typ zusammen. Das heißt, wir brauchen gar nichts machen, der macht quasi direkt unser Interface. Es gibt aber Situationen, da wollen wir bewusst eigentlich keine Klasse zu einem bestimmten Typ haben. Das heißt, wir wollen eigentlich nur einen Typ anlegen, wollen dem aber keine Implementierung geben. Und das ganze Ding nennt man dann Interface. So, ich hoffe, damit ist einigermaßen klar geworden, dass der Typ einer Klasse eigentlich nur das Interface ist. Das heißt, Typ und Interface sind im Grunde austauschbare Begriffe. Und wir gucken uns noch mal kurz hier ein Beispiel an. So in Java, dann sehen wir hier unseren Typ bzw. unser Interface. Und gut, an der Stelle kriegen wir jetzt ein Objekt von der Klasse Hund. Das heißt, in diesem Objekt steckt die Implementierung drinne. Und an der Stelle steht das Interface, beziehungsweise der Typ. Ein bisschen klarer, wenn man jetzt mit so Typen auch arbeitet, wird es dann eigentlich, wenn man sowas hat. So, wenn man sowas sieht, wird ein bisschen klarer, dass wir hier im Grunde wie von einem Interface sprechen beim Typ. Und irgendwie sah das Haar komisch aus. Und hier tatsächlich von dem Objekt mit der entsprechenden Implementierung dahinter. Weil obwohl ich den Hund als Klasse definiert habe, kann ich da ja jetzt die Dogge reintun. Das nennt man ja dann auch Polymorphismus. Aber das zeigt eigentlich nur nochmal, dass der Typ eigentlich eben auch nur das Interface ist und genauso zu verstehen ist und genauso auseinandergehalten werden kann. Und wie gesagt, der Unterschied ist einfach nur zwischen Typ und Interface dann, dass der Typ automatisch mit der Klasse angelegt wird und das Interface speziell angelegt werden muss. Quasi ein Typ ohne Implementierung. Man könnte also sagen, das Interface ist ein Typ ohne Implementierung. Moment, das war nicht gut. Man könnte also einfach sagen, ein Typ ist ein Interface und ein Interface ist ein Typ. Weil beides hat keine Implementierung. Beides bietet nur die Schnittstelle.